30.000 XP! Nein. Digga, mit Doppel-XP wären das 60.000 XP in einer Runde. Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zum weiteren Black Ops 6 Video hier auf meinem Hauptkanal. Es ist gerade mal 2 Tage nach Release und ihr habt sicherlich den einen oder anderen schon getroffen, der Prestige 1, 2 oder vielleicht sogar 3 ist. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie haben die Jungs eigentlich so schnell so viel XP bekommen? Und das werde ich euch im heutigen Video erzählen. Ich würde mich natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr ein Like und vor allem auch ein Abo auf dem Kanal da lasst, um keinen zukünftigen Black Ops 6 oder Warzone Videos mehr zu verpassen. Erst einmal eine Kleinigkeit, die ihr immer machen könnt. Ihr könnt erstmal hier auf Kaserne gehen, dann auf Herausforderungen und dann bei Visitenkarten euch einfach mal so ein bisschen durchlesen und angucken, was ihr hier so machen könnt, weil ihr kriegt für jede einzelne Sache, kriegt ihr hier XP, wie ihr sehen könnt. Ihr seht hier zum Beispiel 5000 XP, 4000 XP, 5000 XP, hier 1000 XP nur, weil ich noch auf Stufe 1 bin. Umso höher die Stufe ist, desto mehr XP bekommt ihr auch dann für diese Herausforderung. Hierbei müsste man jetzt beispielsweise 25 Punkte-Serienabschlüsse reinmachen. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn ihr Punkte-Serien reinmacht. Deswegen, dass ihr auch immer so ein bisschen guckt, okay, was gibt es für Herausforderungen, welche könnte ich jetzt schnell erfüllen, sodass ich dann diese ganzen XP sammle. Aber das ist nur ein kleiner Teil von meiner Methode. Eine weitere kleinere Sache, die ihr machen könnt, ist einfach immer mal wieder mit einem neuen Rotpunktvisier zu spielen. Es gibt hier ganz viele verschiedene, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und wenn ihr einen Rotpunktvisier spielt, wo ihr noch nicht alle Fadenkreuze freigeschalten habt, wie jetzt zum Beispiel ich hier, du kriegst für jedes einzelne Fadenkreuz auch wieder XP. Dafür müsst ihr einfach nur Kills machen mit diesem Rotpunktvisier und wenn ihr dann das Rotpunktvisier durch habt, spielt ihr einfach wieder das nächste Rotpunktvisier. Dort geht ihr dann auch wieder auf Fadenkreuz, spielt die ganzen Dinger frei und ihr kriegt für jedes freigeschaltene einfach mal wieder XP. Und noch dazu kriegt ihr vielleicht sogar nochmal einen kleinen Überblick darüber, welches Rotpunktvisier ihr am besten findet. Ich meine, es gibt wie gesagt genug von denen. Jetzt kommen wir aber zu meiner Taktik, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe, die unfassbar viel XP bringt. Wenn ich sie sogar mit Doppel-XP gemacht hätte, hätte ich 60.000 XP in einer einzigen Runde bekommen. Und dafür müssen wir ein paar Sachen in unserer Klasse einstellen. Wichtig ist es nämlich, dass wir 3 grüne Perks spielen. Es ist prinzipiell egal, welche ihr spielt. Ich persönlich spiele die Splitterschutzweste, spiele Dispatcher, das würde ich euch vor allem auch empfehlen, und Quartiermeister. Eigentlich relativ egal, Hauptsache ihr habt halt diese 3 grünen Perks, weil dann bekommt ihr nämlich eine Spezialität, beziehungsweise ein weiteres viertes Perk mehr oder weniger, was immer sehr, sehr OP ist. Ihr könnt es hier unter meiner Facecam sehen, es gibt so einen Vollstrecker, Aufklärung und Stratege, und Stratege ist das, was wir haben wollen. Dort, der letzte Part ist relativ egal, aber ihr könnt es auch schon lesen, der Anfang ist wichtig, Punktebonus für Ziele und das Zerstören feindliche Ausrüstung. Das bedeutet also, wenn ihr zum Beispiel in die Stellung geht, wenn ihr zum Beispiel Herrschaft spielt und eine Flagge einnehmt oder irgendwelche Trophy-Systeme zerstört, C4 zerstört, S-Min zerstört, die liegen überall rum. Ihr seht ja auch rot auf der Karte, dadurch, dass ihr strategisch spielt. Hä, wie sehr tötet mich um die Ecke? Ich bin gar gespawnt. Hab sofort Drohne, Konterdrohne gehabt, weil ich es kaputt gemacht habe. Oder vor allem auch, wenn ihr Marken in Abschuss bestätigt einsammelt. Das ist komplett krass. Ihr kriegt schon, wenn ihr eine gegnerische Marke einsammelt, 50 Punkte so. Und nochmal 50 Punkte obendrauf, wenn ihr eine einsammelt. Wenn ihr eine blaue Marke, also von eurem Teammates eine einsammelt, kriegt ihr normalerweise eigentlich nur 15. Dadurch, dass ihr aber noch 50 Bonus bekommt, kriegt ihr 65 Punkte für eine einzelne Teammarke. Oh mein Gott, wie viele Punkte, guck mal. Wie viele Punkte, einfach nur, weil ich Marken einsammle. Ich habe Drohne nach einem Kill. Nein. Mir fehlen noch 600 Punkte für Harp, obwohl ich einen Kill habe. Warte mal. Mir fehlen 200 Punkte für Harp nach 2 Kills. Hab, hab. Was? Und wenn ihr es richtig übertreiben wollt, dann macht ihr hier auch noch die Rauchgranate rein. Täuschgranate funktioniert leider nicht mehr, haben sie die XP rausgenommen, bringt also gar kein XP mehr. Wenn ihr aber eine Rauchgranate werft und in der Nähe ein Gegner getötet wird, dann kriegt ihr dafür auch wieder einen Assist und ein bisschen extra EP. Und vor allem bringt es auch noch zusätzlich, wenn ihr wirklich komplett nonstop auf dauerhaft die maximale XP gehen wollt, könnt ihr hier auch noch den Störer reinmachen. Der ist tatsächlich auch ziemlich gut. Der verdeckt nämlich einen relativ großen Teil der Karte und wenn in diesem Bereich wieder ein Gegner getötet wird, dann kriegt ihr dafür auch wieder einen Assist und gleichzeitig auch XP. Und jetzt kommt noch das Allerkrasseste, wodurch diese Methode so unfassbar viel XP bringt. Ihr müsst auch die richtigen Abschussserien spielen. Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst Aufklärungspuls, Drohne und Konterdrohne oder statt Aufklärungspuls, wenn ihr schon frei habt, ich bin dann gerade Prestige Level 40, kriegst erst in 2 Level wieder, dann den Harp statt den Aufklärungspuls. Also Drohne, Konterdrohne, Harp. Dann kriegt ihr für jeden einzelnen Assist, beziehungsweise jedes Mal, wenn ein Teammate einen Gegner tötet,
startet, kriegt ihr jedes Mal XP. Da kriegt ihr dreifach XP, wenn ihr Drohne, Konterdrohne und Harp oben habt. Und ihr hört auch nicht mehr auf, diese Punkte zu bekommen für die nächste Streak. Beispielsweise, ihr habt eine Drohne oben, Konterdrohne und gleichzeitig auch noch den Harp. Und dann sterbt ihr, könnt also diese ganzen Streaks wiederbekommen. Dann sammelt ihr schon, während ihr neu gespawnt seid, die ganze Zeit immer und immer wieder XP für die nächste Drohne, für die nächste Konterdrohne, für den nächsten Harp. Und ihr müsst vielleicht noch ein, zwei, lasst es manchmal sogar nur drei Kills sein, um wieder den nächsten Harp zu bekommen, wodurch ihr wieder DXP sammelt und so weiter. Guck mal, wie viele Punkte. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe fast schon Drohne. Und dadurch, dass ihr das Perk Dispatcher spielt, könnt ihr hier auch schon sehen, braucht ihr auch noch weniger Punkte für die jeweilige Streak. Und dadurch, dass ihr auch noch die ganze Zeit den Harp oben habt, macht ihr logischerweise natürlich auch noch mal viel mehr Kills, weil ihr die ganze Zeit sehen könnt, wo die Gegner sich befinden. Welche Modi solltet ihr jetzt aber spielen, damit das Ganze auch noch umso besser funktioniert? Am besten funktioniert das in Herrschaft, in Stellung und in Abschluss bestätigt. Weil es in diesen drei Modi Sachen gibt, wo du halt die ganze Zeit immer wieder extra Punkte bekommst, wenn du sie einnimmst. Also beispielsweise Herrschaft, wie gesagt, die Flaggen, bei Stellung immer mal wieder in die Stellung gehen und bei Abschluss bestätigt müsst ihr einfach jede Marke einsammeln. Da könnt ihr so schnell, ohne auch nur einen Kill zu machen, einfach nur indem ihr Marken einsammelt, einfach eure ganzen Streaks immer und immer wieder bekommen. Und wieder Orbi. Ist, glaube ich, der vierte Orbi jetzt die Runde. Und wieder Harp. Luftraum ist noch voll vom letzten Harp. Digga, wie viel Punktestack ist gerade? 1700 habe ich gerade auf dem Bildschirm. Warte mal, 2000 Punkte. Nein, ja, es ist wichtig. 2100. 2300. Nein, 2300 Punkte auf einmal. Digga, endlich mal eine geile SMG, ey. Hört auf, mir meinen Magen zu nehmen. Und Orbi. Direkt in der ersten Minute. Das ist ein so unfassbares XP-Farm. Ich habe heute die ganze Zeit mit Matze zusammengespielt. Er hatte die ganze Zeit Doppel-XP an, aber ich habe trotzdem mehr Punkte gemacht ohne Doppel-XP. Und ich habe das mit der Rauchgranate und dem Störer nicht mal gemacht. Wenn ich die beiden Sachen auch noch gemacht hätte, hätte ich noch mehr XP gemacht. Das war's dann aber auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt richtig schön leveln und ich hoffe, dass das auch nicht so schnell gepatcht wird, weil das kann eigentlich niemals so gewollt sein, dass man so viel XP bekommt. Nutzt das Ganze aus, solange es noch da ist und lasst vor allem, wie gesagt, ein Abo auf diesem Kanal da, um keinen zukünftigen Warzone oder Black Ops 6 Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zu Ende schauen. Frohes XP-Grind an euch alle. Haut rein!